Ja, sehr lange her jetzt, dass ich irgendwie gemacht habe. Oh, ein richtiges Pullover. Ich trainiere jetzt wieder ein bisschen, deswegen ist der Pullover gerissen. Große L. Ich muss mal für ein paar Euro neuen Pullover kaufen. Also mir sind jetzt alle Pullover zu klein. Und da hängt im Hintergrund ein pinker Regenschirm, das sieht ja richtig. Und Pflanzen. Das ist jetzt sehr lange kein Video gekommen und es ist momentan relativ stressig, sehr viele Umbrüche, ich kann das gar nicht alles erklären. Ich bin da auch extrem sensibel. Ich wohne halt jetzt in Berlin auch seit über einem halben Jahr und lebe halt auch zusammen in einem Raum mit meiner Freundin und das ist für mich extrem ungewohnt, besonders für so einen Charakter für mich, der eigentlich sehr viel Alleinsein und Ruhe braucht und das auch nur gewohnt ist sein ganzes Leben. Guck kurz, wie das mit dem Licht ist, deswegen hoppel ich hier so ein bisschen rum. Aber ich glaube, die Sonne ist gerade einfach nur noch mehr weggegangen. Also schlechte Lichtverhältnisse gerade. Ach, jetzt wird ein bisschen höher. Ich habe jetzt einfach spontan das Video angemacht und jetzt auch nicht zu lange rumlabern. Ich wollte nur kurz erzählen und ich weiß nicht, ich verlinke das glaube ich am besten, das ist aber über Facebook. Wir arbeiten gerade an einem Buch für vegane Hundeernährung. Wird aber wahrscheinlich erst richtig starten Mitte nächsten Jahres, weil wir jetzt von Montags bis Sonntag eigentlich pausenlos 12 bis 16 Stunden, eher 16 Stunden am Tag arbeiten. Zum Beispiel eine Hundebetreuung machen wir momentan, dass wir dann immer in dieser 39 Quadratmeter Wohnung ja, mehrere Hunde zu Gast haben. Und ja, sparen dann jetzt durchschnittlich sogar 1.500 bis 2.000 Euro im Monat. Und das, ja, Mitte nächsten Jahres ist das dann, haben wir das dann unser Ziel erreicht, die 10.000 bis 20.000. Ich hatte bisher noch nie was mit Geld am Hut, aber ich mache das jetzt irgendwie einfach. Ich habe keinen Bock mehr darüber nachzudenken, mir gedacht, Scheiße, das bringt eh nur alles irgendwie leid, die ganzen Scheiße nachzudenken. Wir machen es jetzt einfach halt kurz, ein paar Monate und dann überlegen wir nach, Ungarn auszuwandern. Dann mache ich vielleicht nochmal ein gesondertes Video. In dem Video wollte ich mich halt nochmal kurz melden und das mit der veganen Hundeernährung sagen, das wollte ich nicht vermieden. Wir haben da jetzt ja, 10 Rezepte, immer mal wieder, wenn wir für die Hunde gekocht haben, die Rezepte halt fotografiert und dokumentiert, was wir da halt für Zutaten, welchen Mengen beigegeben haben. Also wie die Ernährung von unseren Hunden so aussieht seit mehreren Jahren jetzt schon und die werden immer gelobt, als die Leute denken, dass das Welpen noch seien, weil die halt so jung aussehen, obwohl die schon 6 Jahre alt sind. Und die sind so krass fit und agil, die können auch 4 Stunden problemlos am Fahrrad mitrennen ohne Pause, sind noch richtig stark und so weiter. Und ja, das traut sich anscheinend auch niemand, irgendwie so ein veganes Hundeernährungsbuch rauszubringen oder sowas. Deswegen wollen wir jetzt mal starten, dass wir es irgendwie gegen Spende anbieten oder so. Und wollen dann auch Hundehalter beraten und coachen diesbezüglich. Ja, die 10 Rezepte oder wie viele es sind, die verlinke ich nochmal, sind aber Facebook-Links. Ich weiß nicht, ob man dafür einen Account haben muss. Genau, und die Sachen mit dem Ausland in Ungarn, das mache ich dann anschließend jetzt hier, lade das aber separat durch. Ja, ich beende das Video dann hiermit einfach mal kurz.